Hey, my friends, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bräune TV. Ich habe für euch den Film Meine beste Freundin Anne Frank. Der ist heute auf Netflix angelaufen. Geht circa eine Stunde und eine Dreiviertelstunde. Um was geht es? Und zwar ist das hier eine Buchverfilmung nach einem Roman, der genauso heißt. Und der ganze Film spielt sich in Holland ab. Und es geht um Anne Frank und ihre beste Freundin Hannah Goslar. Der Film ist in zwei verschiedene Sparten, die immer so abwechselnd ablaufen, aufgeteilt. Und zwar einmal im Jahr 1942. Da wird gezeigt, wie sie so miteinander umgegangen sind, ihre alltäglichen Probleme während des Krieges, wo es ihnen noch relativ gut ging, ihre Probleme mit den Nazis, mit Jungs, untereinander, ihre Problemchen, aber auch ihre schönen Zeiten, die sie zusammen verbracht haben. Der zweite Teil, der spielt sich dann immer wieder im Jahr 1945 ab, und zwar gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da geht es auch hauptsächlich zu etwa 90, 95% um Hannah Goslar. Der Film ist ja auch aus ihrer Sicht gedreht. Ihr Umgang, ihre Sorgen um Anne, wie es ihr wohl geht. Sie hat gedacht, dass sie wohl irgendwie in die Schweiz in Urlaub gefahren wäre, aber sie ist tatsächlich dann im gegenüberliegenden KZ gelandet, beziehungsweise es sind zwei verschiedene Lager, ein KZ, und das eine liegt direkt neben dem anderen und ist getrennt durch einen Zaun. Dieser Film ist tatsächlich nichts für jedermann. Er ist wie relativ wie in so einem Fernsehfilm aufgebaut, gedreht, ohne großartige Schauplätze, die jetzt das Ganze irgendwie groß und bombastisch wirken lassen. Das soll es aber auch nicht sein. Das Ganze ist eher autobiografisch aufgenommen worden. Erzählt uns die Geschichte hauptsächlich von Anna Goslar und ihr Umgang bzw. ihre Beziehung zu Anne Frank. Das Ganze mit einer schönen Melodie unterlegt, mit einem schönen Score und ganz schön und rührend erzählt. Der Film stellt das Ganze sehr gut dar. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass am Anfang des Filmes direkt auch in einer Schrift unten erzählt wurde, dass hier aus dramaturgischen Gründen das Ganze auch etwas zusammengefasst wurde, und das hat sich meiner Meinung nach ziemlich harmonisch alles zusammengefügt. Der Film war meiner Meinung nach nicht langweilig, aber man muss natürlich sich im Klaren sein, dass das auch für einen selbst auch der Fall sein muss, dass man sich auf so einen Film einlassen kann. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Also wenn jemand hauptsächlich auf Blockbuster steht, auf große Filme, der wird diesen Film nicht mögen. Aber wenn jemand auch nur so ein bisschen Interesse an geschichtlicher Erzählung hat, die so ein bisschen abseits davon ist, was in den Geschichtsbüchern steht, und wer sich natürlich dann auch für Anne Frank vielleicht auch noch interessiert, für den ist dieser Film absolut eine super gute Wahl. Deswegen kann ich ihn vollkommen einfach nur empfehlen, den sich anzuschauen. Und deswegen kriegt dieser Film von mir 8 von 10 Punkten, weil er insgesamt einfach richtig, richtig toll gedreht worden ist und mein Herz auf jeden Fall ergriffen hat. Wenn euch diese Kritik gefallen hat, dann liked doch dieses Video, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Das hilft mir immer unheimlich sehr weiter. Und wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann schreibt mir doch unten drunter, was ihr von dem Film gehalten habt. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal bei der nächsten Kritik, beim nächsten Video wieder. Wir sehen uns bis dann. Ciao.